meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So, wir sind hier rüber teleportiert zwischen den Folgen, weil ich ja gesagt habe, hier die beiden, einen von den beiden Schreien, der darf sein, wahrscheinlich eher der hier, weil es ein bisschen näher ist. Ihr seht, wir sind in der Nähe von der großen Fee. Und danach wäre der Plan, dass wir einfach in den Untergrund gehen, vorzugsweise hier, um dann Richtung Hyrule zu marschieren. Schloss Hyrule vor allem, weil dort eventuell, vielleicht, gegebenenfalls, höchstwahrscheinlich Ganon unterwegs ist. Wie uns ja Kuga verraten hat. So, hier kriege ich auf jeden Fall Meldung, dass ich hier zu einem Schrein komme. Ich frage mich jetzt gerade, das ist ja genau die andere Richtung. Nee, will ich den hier machen? Ich bin jetzt eigentlich neugierig. Eigentlich wollte ich ja den genau in die andere Richtung machen, aber... Hier scheint es ja direkt zu einem Schrein zu gehen. Aber wo soll denn der sein? So, jetzt laufen wir ein bisschen dran vorbei, habe ich den Eindruck. Wahrscheinlich ist der da oben irgendwie. Naja, es könnte ja sein, bei den Abgründen sind ja immer auch... Ah, das wäre ein bisschen weit weg, ne? Wahrscheinlich müssen wir doch eher hier hoch. Nee. Oder ist da oben ein Schrein? Das könnte auch sein. Ah, wir könnten uns aber von da runterfallen lassen. Dann landen wir hier mittendrin. Aber was ist das? Ist das ein Monsterbereich? Ist das eine Monsterfestung? Ganz ehrlich, Leute. Nee, dann doch lieber den Schrein am Wegesrand. Würde mir noch ein Pferdchen holen. Schwertbanane mitten in der Prärie. Koga. Beziehungsweise Higa. So, ich hole mir noch mein Pferdchen. Dann geht's ein bisschen schneller. Aber wir haben eigentlich im Vergleich zu der Anzahl der möglichen Schreine, die wir machen könnten, haben wir echt noch wenige gemacht. Hi. Aber dann wird das Let's Play unfassbar lang. Ah. Es ist jetzt schon unfassbar lang. Eigentlich will ich langsam doch zum Ende kommen und mal was anderes machen. Ich gebe es ja offen zu. Es ist irre, wie lange man hier spielen kann. Alles gut. Oh, hast du bereits die Sonaurinen bei der Dick-Dock-Hängebrücke gesehen? Du findest sie, wenn du dieser Straße nach Süden bis zur Kreuzung folgst und dann nach Westen abbiegst. Man erzählt sich, dass die Sonaruinen, die dort runtergekommen sind, die größten auf der Welt überhaupt sind. Klingt aufregend, oder? Also, wenn du sie dir noch nicht angesehen hast, wäre das doch ein interessantes Aufbruchsziel. Okay. Upsa! Ich wollte dich eigentlich anspornen, nicht abspringen. Da habe ich die Knöpfe aber total verwechselt. Noch ein Birk da. Moment. Das können wir uns nicht entgehen lassen. Was haben wir denn hier? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Na? Doch nicht? Das sollte doch jetzt halten.
Wenn es jetzt nicht nach rechts plumpst. Das könnte natürlich passieren. Mhm. Ach, perfekt. Na? Kerzen gerade, aber sowas von. Naja, Kerzen gerade sieht anders aus, aber es reicht. So, noch ein bisschen Essen für den großen Kampf. So. Ey, es ist einfach, wir spielen schon so lange und wir haben gefühlt so wenig gemacht bisher. Oh, oh. Mann, Mann, Hala. Na, ist ja gut. Oh, oh. Einfach hier quer rüber, ist vielleicht schneller. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber wir machen es trotzdem. Na? Auf jeden Fall ein Schrein. Das ist wahrscheinlich der hier. Da müsste noch hier vorne einer sein. Ich sollte mir vielleicht mal eine anständige Waffe nehmen. So. Ja, wo ist er? Ui. Ist der auch noch so ein blödes Vieh rum? Müsste eigentlich direkt hier vorne sein? Das kennen wir doch noch aus dem. Hä? Habe ich mir hier einen Baum markiert? Könnte sein, dass der einfach nur. Ich habe mir hier einen Baum markiert anscheinend. Da hinten ist ein Sternschnuppe. Weil hier ist offensichtlich kein Schrein. Ha, lustig. Aber da gehen wir mal hin zur Statue. Einfach weil. Na, sonst müssen wir zu dem da. Irgendwie. Das ist ja lustig. Ich hab wahrscheinlich aus der Ferne den Baum da glühen sehen oder so. Der Sanidin. Oh, hier hätte ich mir ein bisschen Taubenfleisch besorgen können. Naja. Hübsch. Na dann, ab da nach oben. Dann nehmen wir den halt. Vielleicht an den Monstern vorbei. Mit denen will ich jetzt nicht spielen. Da ist auch noch eine Gruppe Monster. Na herrlich. Ja, ich weiß, dass ein Schrein in der Nähe ist. Alles Töfte. Ich hätte vielleicht mein Pferd mitnehmen sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Aber gut, wir können ja einfach hier hochrennen. Alles gut. Der Baum bewegt sich etwas seltsam. Stachelbockbogen ist zerbrochen. Sowas aber auch.
Bögen wären gut. Ich habe mir zwar Schlagwaffen besorgt, aber Bögen? Wären auch nicht verkehrt. Was jetzt? Ach du meine Güte! Das ist ja ein idealer Jagdteich hier. Krass. Alles voller Apfelbäume. Welcher von denen greift mich jetzt an? Wow. Voll die Apfelbaumplantage hier. Das ist ja... Und ich sag noch, welcher greift mich jetzt an? Na, warte. Na, warte. Brenne! Brenne! Zünde dich den ganzen Wald an, bitte. Danke. Noch? Ein Ausdauerkäfer, ein seltener Käfer, der bis zu 10 Jahre lang leben soll. Medizinrezepten bewirkt seine Lebenskraft, dass die Ausdauer erheblich aufgefüllt wird. Au. Gar nicht au. Warum? Ist jetzt... Ah, oh Mann. So, wir freuen uns jetzt über sehr, sehr viele Bratäpfel. Wir hauen besser ab, bevor hier noch mehr... So, wo war jetzt der Schrein? Da. Okay. Das ist ja krass hier. So. Cool. Also so ein Teich mit ganz vielen Viechern, einen riesen Apfelbaumhain, also Essen farmen kannst du hier. Krass. Cool. Elender Pfad. Was haben die hier aufgezeichnet? Ich muss jetzt irgendwie da hoch? Achso, easy. Da fehlt doch gar nichts. Komme ich noch nicht hoch? Komme ich noch hoch? Wo kommst du denn jetzt dahin? Ich würde mich höchstens von da irgendwie runterschieben lassen, ne? Das ginge ja. Komme ich aber da nicht hoch. Auch ein Problem. Aber den kann ich ja nicht... Ups. Den kann... Sag mal, hörst du mal auf damit? Den kann ich ja jetzt nicht hier wegholen. Sonst irgendwas? Hier? Aha. Tag. Upsi. Ja. So nämlich. Passt mal auf.
bin mal gespannt, ob das klappt, was ich hier vorhab. Pfeile kann ich brauchen. Übrigens, Bögen könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre schon da. Sowas. So. Was machen wir mit dir jetzt, Kumpel? Du schwimmst nicht im Wasser, oder? Wir können auch nicht einfach draufklettern. Macht aber nichts, weil wir können ja drauf springen. Ja. Hä? Okay. Das ist gut, ne? Okay. Juhu. Jetzt aber hier. Damit wäre das nächste Herz auch gesichert. Und dann schauen wir, dass wir vielleicht im Untergrund schon mal ein bisschen vortapern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einfach da direkt durchrennen können. Da ist doch sicher wieder rund um eine Mauer oder so. Aber gucken wir mal. Wir werden sehen. So, damit haben wir uns unser Herzchen verdient. Und noch einen weiteren Teleport, will man ja auch nicht unterschätzen. Und dann sollten wir langsam los. Mal gucken, ob ich noch irgendwo vielleicht zufällig Bögen finde, aber ich will jetzt auch nicht extra auf die Suche gehen, wenn ich ehrlich bin. Ach du Schande. Was ein Schiedwetter hier. So, da können wir die Markierung wegmachen. Und dann ist das auch schon mal wieder geregelt. Da hinten sehe ich einen Schrein. Aber den habe ich sogar schon markiert. Okay. Hier sieht man ganz schön was hier über die Ebene. Krass. Okay. Erstmal Herzen holen. Aber die Ecke muss ich mir merken. Hier hätte ich mir jetzt für den Hund das Essen jagen können. Einfach in den See eine Bombe werfen, zack. Hühnerfleisch, Ochsenfleisch, alles da. Was bringt man hier den Kindern bei? Alles in die Luft jagen. Okay, ich bring's hier den Kindern bei. Aber egal, vergessen wir es. So. Statue, Statue, Statue. Statue?
Da. So. Ich erbitte Herzen. Ich sag euch, der Kampf gegen Ganon wird ein Klacks. Wir haben ja schon alles. Naja. So. Und jetzt würde ich sagen, wirklich hier erstmal runter. Weil ich wüsste jetzt nicht spontan, wo hier irgendwie was ist. Und es ist ja eigentlich ein Dungeon für sich genommen. Hier ist zwar alles noch so ein bisschen stärker rot eingefärbt oder so. Ich weiß es nicht. Oder hier. Könnte sogar näher sein am Schloss. Probieren wir es mal von da. Das ist viel näher am Schloss. Nein, viel näher jetzt auch nicht, aber ich glaube, es ist doch ein Stückchen näher. So. Ich fürchte nur Schlimmes, wenn ich jetzt... So, doch. Genau in die Richtung laufe. Ein Birk da! Ein Birk da an der Sorabo-Ebene. Ach Gott. Nein, falsch. Ach, Birk da! Du hältst mich auf. Schon breit. Naja, gucken wir mal. Sollte doch halten, oder? Lass doch mal los. So, hält. Kerzen gerade. Ah! Na also. Ah! Alles fertig. Almaling, okay. Komm, wir wollen heute noch mal... Komm! Schwätz mich nicht voll. Wir wollen heute auch noch... zumindest einmal runter in den Untergrund. Dann müsste da doch wahrscheinlich auch ein Schrein sein. Bei den Abgründen sind ja oft auch Schreine, ne? Aber nicht immer. Ich den nicht schon sehen? Ach, da oben wahrscheinlich. Ja, schön schwarze Pferde. Aber das gebe ich mir jetzt nicht die Arbeit. Die noch einzufangen. Sagen wir hier, Monster? Irgendwas hoppelt da? Nee, was ist mit dir los? Lass mich raten. Du bist ein Jäger? Was ist los? Ich will es so gern haben. Was willst du haben? Dein Leben. Das Leben von Kogas Mörder. Oh. Wieso? Hab ihn doch nicht ermordet. Was sind das hier für Anschuldigungen? Aua. Sauigel. Schwertbanane, Violetta Rubin. Oh, immerhin. Mann! So, was kleben wir denn da dran?
Das kann man immer verwenden. Reicht. Nicht das Stärkste, aber reicht. So. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte in den Abgrund. Was sind das hier für Steine? Oh nein. Jäger. Viele, viele Jäger. Okay. Da ist eine Höhle. Wahrscheinlich haben die sich hier ins verkrümelt oder so. Keine Ahnung. Jetzt ging mir das so offen. Hey, lass mich. Ich will jetzt nicht mit dir spielen. Lass mich. Alles gut. Jetzt ging mir das so auf den Keks, dass ich mit dem Hund nicht weiterarbeiten konnte, weil ich nichts dabei hatte. Ey, ich kumpel echt jetzt. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir spielen. Also, ich glaube, es hackt. Hab Besseres zu tun. Ich habe Besseres zu tun. So. Okay, hier ist schon mal kein Schrein in der Nähe, dann wird auch keine Wurzel in der Nähe sein. Ab und der Ulmo-Anhöhe. Man halt mal gucken, wo hier dann. Hier macht auch nichts Pling in Sachen Schreien, ne? Aber es kann natürlich auch sein, dass. Ah, jetzt sagst du Wandschrein in der Nähe. Ja, vielen Dank auch. Jetzt bin ich schon unten. Ach du Schande. Ach du Schande. Ach du Schande, wo lande ich hier? Ich orientiere mich jetzt an irgendwas, was ich sehe. Und da hinten sehe ich eine Seele. Da sehe ich mehrere Seelen. Ich sehe aber überhaupt keine Wurzel oder sowas. Jetzt ganz vorsichtig schauen, dass ich auf dieser Seele lande. So. Und jetzt kann ich mir Licht machen. Es war natürlich sehr naiv, jetzt einfach hier runter zu springen, aber gut. Wo ist denn jetzt mein... Ah, wo sind denn die Leuchtsamen? Also das. Oh. Oh Gott. Hm? Da ist auf jeden Fall. Ah, da ist eine Wurzel. Das ist gut. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ich dann hier lande. Weil ich sehe nichts. Gar nichts. Hier ist irgendwie was. Oh, ein Baum. Ein Baum ist gut. Wenigstens kein Monsterbaum. Aber laufen wir damit auch in Richtung Schloss Hyrule? Nee, genau in die gegengesetzte Richtung. Wir wollten uns ja eigentlich den Weg abkürzen, ne? So funktioniert das natürlich nicht. So, dann wäre hier auf jeden Fall ein Bandschrein. Irgendwo oben. Den wir auch noch nicht entdeckt haben.
So. Aber das hilft uns ja schon mal so ein bisschen, einen Überblick zu gewinnen. Mal schauen, wie weit das Umfeld hier ist, der Umkreis. Geht so. Geht so. Nicht wirklich viel. So, und wir müssen jetzt genau in die gegengesetzte Richtung hier. Aber wir können uns hier unten schon mal eine Markierung hinsetzen. Weil da ist ja die nächste Wurzel. Direkt unter Schloss Hyrule. Die Frage ist, rennen wir jetzt wirklich schon noch weiter? Weil ich bin ja jetzt schon wieder ziemlich am Ende der Folge. Ja, aber ich denke, dazwischen wird nichts mehr sein. Da wird auf jeden Fall die Wurzel kommen. So, da sind, guck mal, da sind Irrlichter. Ich habe halt so ein bisschen Bedenken, dass wir dann direkt auf Ganon stoßen. Wenn wir jetzt noch hier losrennen. Und dann triggert hier alles. Muss ja auch nicht sagen, so ist mal denn das. Da. Eine Miasma-Wand. Nö, nicht unbedingt. Aber auf geraden Weg kommt man ja auch oft nicht hin. Oh, was haben wir denn da? So, ja. Oh, hier könnte man sich mal ausstatten noch. Mit Rädern zum Beispiel. Man könnte auch rüberfliegen. Okay. Müssen wir das? Nein. Weil in die Richtung. Ah, das ist hier eine Wand. Also in die Richtung ist der Schrein, aber wir kommen wahrscheinlich nicht auf geraden Wege dahin. Das ist halt der Schrein, der zum Schloss Hyrule gehört. Aber es sieht sehr nach Wand aus. Also wir könnten halt drumherum rennen. Und hoffen, dass wir noch irgendwie einen Zugang finden. Aber es sieht im Moment eher schlecht aus, oder? Und noch laufen wir drauf zu. Ich sehe nur keine Wurzel, aber das heißt ja nichts. Wir wissen ja inzwischen, dass da einiges auch sehr versteckt sein kann. Oder halt überhaupt nicht zugänglich. Ich ziehe es schon wieder in die Länge hier, aber ich will es tatsächlich gerade wissen. Also hier könnte ich doch hochklettern. Vielleicht sehen wir dann was. Versuchen wir es noch. Dann wird einfach nur noch eine Wand kommen, ne? Ja. Aber wir sind sehr nah dran. Eigentlich. Wir tanzen hier die ganze Zeit drumherum. Also genau hinter uns hier. Wir tanzen die ganze Zeit drumherum. Ja.
Qualmerling, aber den lassen wir jetzt erstmal. Weil ich eigentlich schon den Schluss machen wollen würde. Aber... wir bewegen uns hier immer die ganze Zeit drumherum. Hier wär's. Sieht man auch keine anderen Wurzeln. Also so wird das schon mal nichts. Hier wäre auf jeden Fall die nächste Wurzel, wenn wir weit genug... Also wenn ich das richtig sehe, ist hier einfach um das komplette Becken hier. Um den kompletten Graben. Scheint einfach eine Mauer zu sein. Sodass wir hier gar nicht erst reinkommen. Das heißt, wir müssen doch irgendwie zu Schloss Hyrule. Oder es nochmal von der Seite versuchen, aber ich glaube, da kommt auch nichts. Da werden wir dann bis hierhin kommen und dann stehen wir genauso vor der Wand. Also das müssen wir nochmal beim nächsten Mal schauen. Ich würde vielleicht wieder zum Spähposten teleportieren. Ich würde vielleicht nochmal mich umhören, ob ich irgendwie einen Tipp kriege im Spähposten. Aber sonst sieht das eher so aus, als wenn wirklich rundum hier eine Mauer ist einfach. Da kommt man nicht weiter. Das haben sie abgesperrt. Das wäre auch zu einfach. Also wahrscheinlich müssen wir dann doch ins Schloss oder irgendwas. Aber lass uns das beim nächsten Mal rausfinden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis dann.